Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem wichtigen Video. Wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest und dich fragst, warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer? Eine Antwort könnte sein die Gewohnheitsenergie. Beim letzten Retreat, dem Herbstfasten, habe ich zum Abschluss einen kleinen Vortrag gehalten über die Gewohnheitsenergie und ich habe gemerkt, das ist so ein wichtiges Thema. Ich möchte das allen da draußen zur Verfügung stellen und nicht nur den Menschen, die bei dem Retreat waren. Und vielleicht für dich, wenn du dabei warst, liebe Grüße an alle, dann auch nochmal zur Wiederholung und nochmal zur Erinnerung, dich da ja rauszuholen aus dieser Gewohnheitsenergie. Was ist das? Gewohnheitsenergie, ich habe dir zum ersten Mal bei Thich Nhat Hanh gelesen, das ist so ein vietnamesischer Mönch. Du findest einige Bücher von ihm unten in der Infobox, genau. Und die Gewohnheitsenergie ist die Energie, wir sind so Gewohnheitstiere, wir Menschen. Ja, das, was wir kennen, das, was uns vertraut ist, darin bewegen wir uns und das... Da fallen wir immer wieder rein und du musst dir vorstellen, du hast im Gehirn Datenautobahnen und Dinge, die du dein Leben lang schon immer machst, das sind einfach dick fette Autobahnen. Und wenn du jetzt etwas Neues etablieren möchtest, dann sind es erstmal nur so ganz kleine Trampelfädchen. Ja, ein kleiner dünner Trampelpfad und ja, das Gehirn nimmt halt immer lieber die breite ausgefahrene Straße als diesen kleinen dünnen Trampelpfad. Ja, also das kommt aus dem NLP, also dem neurolinguistischen Programmieren, wo das einfach geübt werden muss, dass da neue Wege, neue Nervenbahnen etabliert werden im Kopf. Und deswegen braucht es am Anfang auch dein aktives Zutun, um neue Sachen zu etablieren. Ja, das beim Fasten, bei dem Fasten-Retreat ging es natürlich darum, irgendwie neue Ernährungsgewohnheiten zu etablieren, aber auch sonst, wenn du irgendwelche Süchte hast, wenn du irgendwas anderes in deinem Leben etablieren möchtest, was dir bisher schwer gefallen ist, dann kann dir das jetzt helfen, was ich sage, und um das einfach zu, nicht einfach, aber um das zu ändern, das kann schon ganz schön herausfordernd sein. Also, was ich damit sagen will, ist, es kann jeden Bereich betreffen in deinem Leben, wo du etwas verändern möchtest, wo du merkst, das Alte tut mir nicht gut, ich will diese Datenautobahn, ich will diesen ausgetrampelten, breiten Weg verlassen, um einfach mir besser zu tun. Ja, zum Beispiel kannst du dich, wenn du dich bisher eher runtergemacht hast und du möchtest mehr Selbstliebe etablieren, dann das rüber, diese Wege mehr auszubauen und das mehr zu etablieren. Also wie du siehst, du kannst wirklich alles damit verändern. Bei dem Retreat war es jetzt natürlich so eine besondere Situation, die schafft dann auch nochmal Unterstützung. Vielleicht ist das auch schon ein Tipp für dich, da dir ein Umfeld zu suchen, was dich unterstützt, da auf dem neuen Weg zu gehen. Wir waren dann natürlich das Schöne so Gleichgesinnte, wir haben uns alle viel mit Ernährung beschäftigt, wir sind alle auf diesem bewussten Weg und wollen uns verändern, wollen ein positiveres, freieres Leben führen. Und das ist natürlich schon was, was auch unterstützt dabei. Ne? Wenn du Gleichgesinnte hast, die liebevoll auf dich schauen. Ja, wenn du vielleicht überlegst, vegan oder vegetarisch dich jetzt zu ernähren, alle um dich herum essen Fleisch und sagen die ganze Zeit, da hast du eine Mangelernährung und sowas, ist natürlich nicht sehr unterstützend, um alte Gewohnheiten zu verändern. Oder wenn du, was weiß ich, du möchtest gerne abnehmen und alle um dich herum futtern die ganze Zeit irgendwelches Zeug, wo man auf jeden Fall zunimmt, dann ist es natürlich auch nicht sehr unterstützend, aber wenn du in einem Umfeld bist, wo Gleichgesinnte sind, die auch diesen Weg gehen wollen, dann kann dich das natürlich unterstützen. Und wenn dann noch Leute da sind, wie wir das halt in diesem Feld hatten, die dann dich noch unterstützen und anspornen und dir Tipps mit an die Hand geben, wie das gelingt oder der so ein Austausch da ist, dann ist das natürlich auch nochmal super, um da rauszukommen. Überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu haben,
dass es die Gewohnheitsenergie gibt, dass du diese Muster hast und das Bewusstsein darüber, dass du da raus möchtest, der Wunsch, dass du da raus möchtest. Das, was ich am Anfang schon angedeutet habe und was super wichtig ist, ist proaktives Handeln. Proaktiv heißt, pro heißt für dich und aktiv heißt für dich aktiv werden. Also nicht mehr gegen dich handeln, sondern für dich handeln. Und wie ich es gesagt habe, du musst es bewusst entscheiden. Diese Gewohnheitsenergie ist einfach so stark, dass sie sich immer bei dem Altbekannten hält, dass du wirklich dich entscheiden musst, ja, ich lege die Zigarette jetzt beiseite, ich kaufe mir keine neue Schachtel oder, oh, jetzt ist mein Gong. Muss ich mal kurz innehalten. Darüber wollte ich auch nochmal ein Video machen. Ich habe so eine tolle neue App auf meinem Computer. Da gongt es immer um so ein, das ist wie so eine Achtsamkeitsübung, wo ich innehalte, egal was ich gerade tue. Und du hast es jetzt live erlebt. Ja, das mache ich mal in einem anderen Video. Jetzt nochmal zu dem proaktiven Handeln. Tu etwas, was dir gut tut und dich auf dem Weg bringt, den du jetzt einschlagen möchtest. Geh dir gesunde Sachen einkaufen, hab nur das Gesunde zu Hause. Oder wenn du schüchtern bist und möchtest jetzt endlich Leute ansprechen, dann tu das aktiv. Geh aktiv auf Leute zu, bring dich in ein Umfeld, was dich unterstützt, das Neue zu tun. Meld dich in irgendwelchen Gruppen an, was auch immer du verändern möchtest. Geh das aktiv an. Schreib dir morgens 3-4 Sachen auf, die du verändern willst und dann oder die du machen willst, um deinem Ziel näher zu kommen, um diesen kleinen, dünnen Trampelpfad, um aus dieser Idee, die du hast, ich möchte gerne das und das in meinem Leben verändern, dass das auch wirklich dann passiert und nicht mehr nur so ein dünner Weg bleibt, sondern sich auch immer weiter ein größerer, stärkerer Weg wird, wo dann auch die Informationen, die Neurotransmitter langfahren und dann die Autobahn vielleicht auch mal außer Acht lassen. Was auf dem Retreat noch unterstützt hat, ist, dass wir in der Natur waren, ja, oder von Natur umgeben waren. Ich bin da sehr viel spazieren gegangen und bei der Natur, das Schöne ist, die Natur bewertet nicht. Die Natur, da kannst du Kraft tanken, die nimmt dich so, wie du bist. Da kannst du wirklich so das Leben wie in der ganzen Fülle erleben, auch im Winter, auch im Herbst, ja. Ist da einfach ein Angenommensein und das ist total wichtig und gut in dieser Zeit, wo du eine Veränderung anstreben möchtest. Dann war auch noch unterstützend, dass du in diesem Retreat, in dieser Situation Zeit für dich hattest. Ja, also schaff dir Zeit für dich, wo du innere Impulse wahrnehmen kannst, weil diese neuen Wege einzuschlagen, das braucht wirklich mehr Zeit, es braucht aktiven Raum, um diese neuen Gewohnheiten einzuführen. Als ich angefangen habe mit der rohköstlichen Ernährung, boah, ich hatte fast kaum Zeit für was anderes, weil das war so eine Umstellung, ja, so das Neue zu etablieren. Also nimm dir da auch Zeit, weil das einfach das Neue mehr Zeit braucht, um das zu etablieren. Ja, als ich angefangen habe zu stricken, wie, was, aktiv nachdenken, wie ich jetzt eine Masche über die andere hebe. Mittlerweile kann ich auch mal wegschauen und es strickt sich wie von allein. Ja. Also nimm dir da auch mehr Zeit für dich, wenn du Veränderungen einläuten möchtest. Außerdem ist es super unterstützend, sich Coaches zu holen oder andere, die dich unterstützen auf dem Weg. Und wenn du das zum Beispiel auch in der Gruppe machst, ja, dann gibt es auch noch diese Gruppenenergie, die dir so viel Energie gibt. Ja. So eine Gruppe hat einfach viel mehr Power da sozusagen als eine Einzelperson. Und deswegen kann es auch sein, dass es gut ist, dass du dich in dieser Zeit einer Gruppe anschließt, die eine ähnliche Veränderung anstreben möchte. Wenn du neue Dinge etablieren möchtest, in einem bestimmten Bereich, kann es auch helfen, Dinge einfach mal anders zu machen, als du sie bisher getan hast. Das kann ein ganz anderer Bereich sein, als in dem du diese Veränderung wünschst. Ja, wenn du dir
Also wenn du jetzt auf Ernährungsumstellung gehst, kann es trotzdem auch helfen, wenn du zum Beispiel mal einen anderen Weg gehst als sonst, wenn du den Pullover verkehrt rumdrehst. Bei mir war so ein Schlüsselerlebnis, als ich mich im Bett mal andersrum gelegt habe und den Kopf ans andere Ende gepackt habe. Das war so ein Befreiungsschlag. Ja. Oder du kannst deine Möbel umstellen in der Wohnung, einfach mal Dinge verändern und so holst du dich auch aus dieser Gewohnheitsenergie, ja, Dinge mal anders zu machen, den Schulweg oder den Weg von der Arbeit mal anders zu gehen oder statt immer den Weg im Wald spazieren zu gehen, einen anderen Weg zu gehen oder was weiß ich, was du immer bis mit rechts gemacht hast, das kannst du mal ein paar Sachen mit links machen. Und solche Sachen, also einfach um dich aus der Gewohnheitsenergie rauszuholen, mach einfach Dinge anders als sonst. Anders als du sie gewohnt bist, anders als sie üblich sind. Genau, und dann überleg dir jetzt drei Dinge, schreib dir die auf, manifestiere sie und tu sie wirklich. Mach sie anders. Und dann kommst du sozusagen ins Handeln und führst Veränderungen herbei. Vielleicht triffst du, wünschst du dir einen Partner, eine Partnerin. Und dadurch, dass du einen neuen Weg gehst, triffst du auf einmal jemanden Neues, weil du diesen Weg noch nie gegangen bist. Jetzt habe ich hier eine Taube am Fenster, die kommt hier manchmal und setzt sich dahin. Ich weiß nicht, wie die das schafft, da ist eigentlich nichts zum Sitzen. Aber das macht die manchmal. Jetzt ist sie wieder weg. Okay, gut. So viel zum realen Leben hier. Ja, also. Schaff dir neue Umstände, um aus dieser Gewohnheitsenergie herauszukommen. Wenn du jetzt noch andere tolle Tipps hast, die Gewohnheitsenergie auszuhebeln, dann schreib die gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr. Teil die Videos. Und ich bin jetzt auch übrigens auf Instagram, da kannst du mir auch folgen. Da findest du hier unten den Link in der Box. Und auch sonst, wenn du mir schreiben willst, gerne, gerne, gerne. Ich freue mich über den Austausch. Und hier kommen jetzt noch zwei Videos. Vielleicht magst du da noch weiterschauen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich. Ciao.